Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Hof Community. Sorry, ich habe was vergessen. Jetzt geht's weiter in Text. Oh. Ja, Gerstenernte ist noch angesagt. Letzte Rest hier von Schützenfest. Ich habe mir gedacht, können wir auch eben zusammen machen. Weil sonst ist es gleich hier großartig nichts mehr, ne? BGA befüllen. Ein bisschen düngen, ne? Aber das ist für euch langweilig. Düngelinski. Sonst haben wir jetzt den ganzen Stress erstmal hinter uns und dann müssen wir gucken, dass das andere Gemüse erstmal reif wird, ne? Dass wir das erledigen können. Ich hoffe, das geht so mit dem Ton vom Mikro. Nicht, dass die Klimaanlage zu laut ist. Aber da müssen wir jetzt einmal leider durch. Aber die nächsten Tage wahrscheinlich auch noch, ne? Ja, wie gesagt, letzte Rest hier von Schützenfest, dann bringen wir das zur Getreidemühle. Nehmen direkt wieder Getreideschrot mit, war ja noch ein guter Kurs. Dass wir das schickifani vorhaben, ne? Dass wir da Ruhe haben. Wir brauchen Kohlen. Kohlen regieren die Welt. Obwohl wir echt gut ausgestattet sind, ne? Wir können Gülle fahren, genau, Gülle fahren können wir. Mit Schlauchgetüdel, da freut es, wenn die sich. Nicht. Stimmt, wir können ja Gülle fahren. Hab ich ja total vergessen. Gärreste. Haben wir eigentlich einen Grubber? Wisst ihr das? Haben wir einen Grubber? Wenn wir hier nicht Flügen brauchen, können wir das eben grubbern und von da angehen. Das ist ja viel angenehmer, ne? Siehst du das viel besser? Müssen wir uns mal einen Grubber anschaffen. Ich glaube nicht, dass wir einen Grubber haben. Kaufen wir uns so eine olle Federzinkenegge. Aber was sollen wir jetzt hier schon wieder mit einem tiefen Lockerer durchrödeln? Das bringt uns ja gar nichts. Ne, das bringt uns nichts. Müssen wir gleich mal in eine Garage gucken. Für einen Grubber haben. Das wäre schicki vorne, wenn wir einen Grubber hätten. Hier machen wir Sojabohnen hin. Haben wir da auch schon mal so einen Checkhaken wieder hinter? Wir brauchen ja ziemlich viel für das Getreideschrot immer, ne? Holz machen müssten wir auch mal. Pläne sind noch genug da, ne? Zu tun ist auch noch genug da. Also da sollen wir uns mal nicht von unterkriegen. Das kriegen wir noch schickifani hin. Hoffentlich passt. Ich glaube, das passt nicht mal alles in Kipper. Aber wir werden es gleich sehen, ne? Ob es alle drin passt oder nicht. Wir haben, glaube ich, keinen Grubber hier auf Hof Community, ne? Wir haben alles, aber keinen Grubber. Uncool. Kauf wohl so eine Federzinkenegge. Das reicht ja. Das können wir gleich machen. Müssen wir auf jeden Fall 5 krummeln, wird das nicht passen. Ganz gut von runtergekommen, obwohl das nicht gedüngt war, nix. Erstaunlich. 2 Wagen. Ganz gute Ausbeute. Ja, unser Truck, ey, der steht da auch richtig schicki vorne, ne? Auf den bin ich ja schon stolz, dass wir den haben, ne? Der fällt mir richtig gut, unser MB-Truck. So, machen wir mal kurz im... Oh, ne, sehe ich auch nichts. Stargate ist ein Fernseher. Kennt ihr Stargate?
So, brauchen wir noch ein Bildchen, ne? Druckelinski, danke. So, dann betet mal, dass das da alle reinpasst. In der Zeit können wir mal aussteigen. Eben in eine Garage gucken. Haben wir echt noch? Haben wir keinen Grubber? Ich weiß das echt nicht. Wir haben so vieles, ne? Aber wahrscheinlich nicht das, was wir brauchen. Das sieht nämlich schlecht aus. Wir haben schon eine Motorsäge? Echt? Wann haben wir denn eine Motorsäge gekauft? Ist da hier nichts bei? Ah, dann habe ich das wahrscheinlich hier gar nicht aktiviert oder was? Nee, ne? Ne, dann müssen wir das erst noch aktivieren, bevor wir das nutzen. Das ist ja doof. Das hätte ich auch schon aktiviert. Die sind zu schwer. Da haben wir nicht genug PS für, ne? Wie viel PS braucht ihr? 220. Ne, kannst knicken. Ne, habe ich noch nichts drin, ne? Oh, müssen wir mal gucken. Dass wir da mal einen reinnehmen. So, ist leer geworden? Ja, dürfte. Abfahrt. Bringen wir den schon mal wieder zum Hof zurück. Ich glaube nicht, dass die Nachbarn was für uns zu ernten haben. Ist ja doof. Oh, das Schild stehen lassen, ne? Die Schleppe haben wir auch noch gar nicht hier, ne? Müssen wir auch noch organisieren. Wegen Düngestufen und so. Ja, da muss ich gleich nochmal abbrechen, neu laden, dass wir nochmal ein paar Sachen hier reinkriegen, ne? Weil die Grubber finde ich eigentlich schon, wie diese Federzinken eng, die sind richtig gut. Ist eigentlich mehr eine Ecke, ne? Aber wir wollen ja mal nicht so viel Kohlen ausgeben, ne? So, Schickifoni ist ja auch schon wieder ein Hof. Aber ich frage mich, wie ich den da hinten reingekriegt habe. Oh, wahrscheinlich so. Oh, anders geht's ja nicht. So ist das. Zack, erstmal die Kartoffelwaschanlage mitnehmen. Kommt immer gut. Leck's mir an die Füße, ne? Und zu besoffen zum Fahren. Kannst schon mal haben bei mir. So, fahr da mal rein. Sind wir jetzt gegengeheizt? Du hast da letztes Mal reingepasst. Also. Ich weiß warum. Wisst ihr auch? Echt, es ist zu warm. Ne, dich brauchen wir auch noch nicht. Dich. Abfahrt. Guck mal, im fünften Gang.
Wer merkt so einfach, dass der Truck nur Bock hat, ne? Mal eben locker flockig hier im fünften Gang. Gas, ne? Das Great ist einfach genial. Kann mal einer sagen, was er will, ne? Hier ist einfach nur genial, der Truck. So, dann Abfahrt zur Getreidemühle. Bringen wir das denn mal eben schnell hin? Nur da ist schnell. Du bringst doch mal eben hin, ne? Dann haben wir, sind wir da mit Schickifani vor. Richtig gut. Dann wird das erledigt haben. Ja. Richtig. Gefällt mir. Sollen wir uns noch eine Wiese kaufen? Nee, ne? Nee, ne? Jetzt irgendwie einen frisch krassen Wiese kaufen ist auch Schwachsinn, oder? Ja. Bringt's nicht. So Leute, ich sag aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!